Standgewässer unterliegen einem natürlichen Verlandungsprozess. Aus einem Teich wird so über viele Jahre wieder fester Boden. Natürliche und vom Menschen geschaffene Teiche, Kiesgruben und Stauer aber sind in unserer heutigen Kulturlandschaft wertvolle Lebensräume. Bodenerosion, Laub- oder Feinsedimenteinträge fördern die Faulschlammbildung und Sauerstoffzehrung am Gewässergrund. Damit verschlechtern sich die Lebensbedingungen im Gewässer. Staue und Teiche können abgelassen werden, um die Schlammschicht auswintern und ausmineralisieren zu lassen. Das funktioniert in vielen Kiesgruben oder natürlichen Teichen aber nicht. Viele Tiere wie Teichmuschel, Bitterling, Edelkrebs oder auch der Schlammpeitzger können so ihren Lebensraum verlieren. Mit der Hege der Standgewässer betraut, verpflichten sich Angler und Fischer gleichermaßen, für den Erhalt der Arten und deren Lebensräume einzustehen. Aber die erforderlichen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sind meist kostenintensive Posten. So wurde in unserem Verband nach Lösungen gesucht, wie man kurz- oder mittelfristig Gewässer kostengünstig entschlammen kann. Hilfe fanden wir bei unseren Partnern vom Landesverband Sächsischer Angler Elbflorenz Dresden e.V. Deren Tochterfirma Angel AVD Dresden GmbH besitzt mit dem Drucksort DM5000 die technischen Möglichkeiten, mit geringem Aufwand die erforderliche Gewässer- und Biotoppflege zu betreiben. Im Saugspülverfahren können je nach Entfernung und Förderhöhe am Tag bis zu 1000 Kubikmeter Schlammwassergemisch aus einem Gewässer abgesaugt werden. Das Schwemmgut kann vor Ort abtrocknen und sich absetzen. Eine Untersuchung zeigt, ob dieses fachgerecht entsorgt werden sollte oder als nährstoffreiches Substrat auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden kann. Der Drucksort DM5000 ist mehrfach im Jahr auch bei uns in Thüringen unterwegs. Vereine können daher jederzeit einen Einsatz über den Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. anfragen. Wir unterstützen gern bei der Planung und der Vermittlung. Denn bekanntlich ist Angeln mehr, als nur Fische aus dem Wasser zu holen. Im Übrigen, unsere Vereine können beim Verband für alle Renaturierungs- und Strukturmaßnahmen in und an ihren Gewässern eine Förderung aus Fördermitteln der Fischereiabgabe von bis zu 90% beantragen.